Ja, halli und hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich zu einer Folge von Let's Play Minecraft begrüßen. Ja, letzte Woche gab es keine Folge, das lag daran, weil ich keine Lust auf dieses Spiel hatte. Ich habe in letzter Zeit allgemein ein bisschen wenig Bock auf Minecraft, habe ich auch gemerkt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute das Singleplayer fertig, also ich mache heute einen wunderschönen 3,5 Stunden Aufnahmemarathon, den ich das Singleplayer fertig mache und dann wird das neue Projekt gestartet. Ist zwar wahrscheinlich auch ein Minecraft-Projekt, aber wird auf jeden Fall anders sein, wird mir dann noch wieder Spaß machen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Gehe ich spontan von aus. So ist sich die Frage. Wir brauchen noch ein Stockwerk. Aber was ich da mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht baue ich ja einfach Eats oder so. Warte mal, wir haben ein Badezimmer, ein Wohnzimmer, ein Keller. Was kann man denn noch bauen? Was kann man noch bauen, um das Haus vollkommen zu machen? Ich weiß es doch auch nicht. Habt ihr eine Idee, was wir bauen könnten? Ich nicht. Ich hab eine Idee. Bau doch mal ein Dach, Patrick. Wie wär's damit? Revolutionär, aber aus welchem Material? Wie sieht unser Haus von außen aus? Dann kann ich nämlich vielleicht besser entscheiden. Ich. Und ich habe mir vergessen, noch Chat reinzumachen. Schön, dass mich Valentin daran erinnert hat. Warte! Junge, ich habe mir gerade No-Chat gegeben. Nein, nicht. Ich will nicht mit einer Karotte. Hier, Axt, fick dich. So, ach stimmt, von außen sah das ja so aus, ne? Niederstand haben wir gar nicht mehr, ne? Nur noch habe ich 1000 Zäune gemacht, ja. Machen wir das Dach durchaus aus Fleisch. Ja. Yeah. Gute Idee. Nee, Schatz beiseite. Sollen wir einfach Holz nehmen? Wir haben noch nie mit Holz gebaut. Sie weiß, wir nehmen einfach ganz unspektakuläres Holz, weil Holz ist altbewährt und toll. Das brauche ich, räume ich erstmal ein paar Sachen in den Weg, wo ich mein Netherzeugs. Pam, pam, pam. Don't you fucking kidding me? Da war mal Creatures Drop drin eigentlich. Oh, stimmt, wir hatten ja keine Rüstung mehr und alles. Das heißt ja, warum uns das scheiß Skelett vorher so viel Schaden gemacht hat. Ich wäre schon ganz verstört. Oh, ich muss nicht gar. Wie toll. So. Ich wollte irgendwas mit den Tintensäcken machen, ne? Wollte doch irgendwas noch mit der Wolle machen, oder nicht? Ich glaube, ich hatte nämlich schon eine Idee, was ich machen will, aber die habe ich jetzt wieder vergessen und ich habe jetzt keine Lust, in der älteren Folge nachzugucken. Also, wenn ihr jetzt sagt, oh, war das eine tolle Idee, dann nein, sie wurde soeben verworfen. Deshalb nein. Boah, wir haben drei Scheren, weißt du, drei. By the way, Erik ist da, falls ihr irgendwie AIDS im Hintergrund hört, dann ist es er. Sie spielen gerade Minecraft Take It Light auf meinem Server. Und ich mache weiter hier mit sortieren. Leiter, die kann man nicht gleich. Obwohl, wir machen sowieso ein Dach, wa? Sie haben gerade das Haus von Frame gefunden und sind irgendwie richtig fasziniert. Was, du bist einfach nur blöd? Ja, ich weiß. Wir machen jetzt ganz, ganz viele Trepin. Trepin to the maximum. Trepin. So, wieder ein wunderschönes Spitzdach, was AIDS hat. Jo. La 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 la. Ich habe AIDS und du hast es auch.
Mir fällt gerade auf, dass ich kacken muss. Yay! Gut! Tut mir leid, es ist früh. Beziehungsweise es ist früh, aber ich habe nur 5 Stunden geschlafen. Eigentlich wollte ich durchmachen, aber dann habe ich gedacht, irgendwie möchte ich ein bisschen schläfer werden. Also würden wir doch machen. Ich bin um 5 ins Bett und Erik um 6. Scheiß Suchti. Ah! 2,5 Herzen. Läuft bei mir. Mit da rein. Dankeschön. Ich sitze wieder vorm PC. Spiel wieder. M-I-C. Das ist die offizielle Abkürzung von Minecraft. Ab jetzt für E-Mail. Ah. Patrick Angst. Hier bin ich jetzt mit einem Konflikt mit mir selbst. Okay, wir bauen hier einfach zu, wisst ihr das? Wir haben noch genau so viel Gloss und Zeit, dass es genau für 2 reicht. Das sieht komisch aus, aber richtig. So, nächste Schicht. Nächste deutsche Schicht. Gib mir das, Wuli. Danke, Wuli. Welch eine Wonne, die... Jetzt habe ich da hinten eine Treppe hingebaut. Are you fucking Orgasmus? Da, da, da. Nein! Da, denn, da, denn, da, denn, da, denn, da. Eigentlich müsste ich jetzt hier rein einmal, wa? Nee, halt, warte. Irgendwie ist das kacke hier. Hier kommt einfach ein Slap hin. Ein Bit-Slap. Hier kommt ein Slap hin. Nicht vergessen, Patrick. Ein Slap. Alter, was ist denn heute los mit mir? Habe ich irgendwie heute Morgen AIDS gegessen? Hat mich Erik in der Nacht mit AIDS angesteckt oder was ist los hier? Wir hatten doch gar keinen Sex. Wie geht das? Oh, sie hat mich vergewaltigt, das kann ich auch sehen. Boah, ey. Ihr sollt nicht so viel Scheiße labern am Morgen. Hat jemand gesagt, Arschloch, melde dich? Nein, das ist halt die Fresse. Fick dich. Ein Bär, er macht Ravr. Er ist böse, weil Erik so behindert ist. Ist auch falsch. Ach Gott, ey. Hier werde ich noch so oft verzweifeln. Zuerst die, dann die. Ja, ist okay so. Oh, das hier passt schon. Ja, das passt. Jetzt bin ich hier gefangen. Ich komme nie wieder raus. Ah. Jetzt habe ich kein Gras mehr. And who can say where the... Ihr müsst jetzt... Ich hoffe, ihr habt jetzt mitgesungen gerade. Ansonsten wäre ich sehr, sehr enttäuscht los von euch. Und wir kommen sogar fast... Und wir kommen auf jeden Fall bis zur Treppe hoch.
Weil das die angebaut ist, ist wichtig. Die Stairway to Heaven. And nothing else matter. Ich weiß, es war ein anderes Lied, aber juckt mich nicht. Ah! Plötzlich steht so ein Stück AIDS vor mir, wie wenn du Lukas plötzlich angucken musst. Spaß, ich hab dich lieb, Lukas. Ich möchte dich in mir spüren. Damit meine ich, dass wenn ich krank bin, dass dann kann ja mal. Egal, hören wir auf. Ich habe gedacht, ich muss mal irgendwie wieder was sagen, nach der ganzen Stille. Und ich habe mich für das Wort Mäh entschieden. Hier kommt man wieder ins Lab rein. Dann geht es auch hier deutlich leichter. So, dann müssen wir unser Haus eigentlich nur noch von innen einrichten. Und was wir dann noch die restlichen Folgen machen, habe ich keine Ahnung. Weil ich habe eigentlich gedacht, das mit dem Haus hier dauert noch eine Weile. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mit dem da oben schon komplett fertig ist, ob man da noch was ändern kann. Habe ich, guck auf jeden Fall mal. Und jetzt noch Slabs. Wir brauchen Holz. Die Frage ist, wie kommen wir runter? YOLO! Aua! Ich glaube, ich habe gerade beim Runterfallen ein bisschen AIDS bekommen. Aber nur ein bisschen. Nur so ein bisschen. Warum geht denn die Facecam? Ich habe sie doch vorher eingestellt. Weg. Weg. Hier. Wir hatten doch noch Holzslabs. Schlabellinos. Druckplatten. Das sind keine Schlabellinos. Da, Eichenholz. Es sind Bretter, du Vollspast, Patrick. Die hatten wir doch nicht mehr. Doch, 7. Passt doch. Reichen 7? Nee, 7 reichen nicht ganz. Wir machen noch ein paar, dass wir auch auf jeden Fall reichen. Das sind ein paar. Ach so, kommen wir ja nicht mehr hoch. Ich muss kurz Erde farmen. Wartet. Wird auch nicht lange dauern. Wo ist denn das eigentlich nicht drauf rumspringen? Ich muss nur ganz kurz ein bisschen Erde farmen. Wird wirklich nicht lange dauern, das verspreche ich euch. Ich schwöre auf meinen Po und auf meinen Penis. Dürfte reichen. Ja, ein Stick. In 10 Sekunden. Gut. Gute Bilanz. Warte mal, kriege ich es hin, dass ich mich während ich mich hochfahre. Ja! Oh, ist das genial! Also können wir was sagen, was ihr wollt, aber ich bin gerade der klügste Mensch der Welt geworden. Weil ich es geschafft habe, während ich mich mit Erde hochgebaut habe, mir die Nase zu kratzen. Das ist ein Durchbruch für die Menschheit. Die Evolution hat begonnen. Hashtag Patrick hat sich eine Nase gekratzt, während er sich in Minecraft hochgebaut hat. Ein bisschen langer Hashtag, wa? Hä? Ich
quatsch kein useless Zeug. Nein. Ich bin sehr intelligent. Und wieder runter. YOLO. Aua. Hallo Löwe. Bist du der König der Löwen? Nicht? Okay. Ich will da rein. Rigetto Gusse Mustinki des K. Wir brauchen Steine, um sie auf Joden zu werfen. Was? Hab ich nicht gesagt, das war gerade. Hallo Chef, ich hoffe, du stirbst morgen an AIDS. Mein Code hat gerade das Licht der Welt erblickt. Das muss ich mal kurz genau gucken, wie die Rompe gebaut hat. Ach, ich brauche noch normale Steine dafür. Mann, ey, aua. Nee, ey, nee. Da willst du am liebsten in Erik springen und ihn vergewaltigen. Nee. Wir können doch mal hinten rausgehen. Wofür haben wir den Ausgang? Den Hinterausgang, hä? Ob es mir noch gut geht? Nein. Ich dass ich sie nicht verstanden habe. Warum haben wir uns eigentlich nicht hier direkt runtergebaut, statt runterzuspringen? Hätten wir jetzt nicht mehr das ganze Zeug wegmachen müssen. Es wäre viel zeitintensiver und klüger gewesen, aber ich. Nö, ich bin dumm. Jetzt warte, lass mal ganz kurz nachzählen. LOL, what the... Hallo? Natürlich! Fuck. Wenigstens bin ich jetzt zu Fallschaden gestorben. Ich bräuchte dringend wieder eine Rüstung. Alter! Geh mal! Jetzt kann ich die nicht angreifen, weil die Soundteil... Alter, hör mal auf, du scheiß Hurengesicht. Was ma... Geht... Der Golem, ey. Der Golem, nee. Ich will, dass der jetzt an AIDS stirbt. Das ist einer der behindertsten Monster ever. So, jetzt hier. Oh, jetzt habe ich keine Pfeile aufgehoben. Alter. Hallo, ich schlag. Also, ey, falsch mit den behinderten Fotzengesichtern, ey. Jetzt verpisst euch. Guck mal, ich schlag den, aber das juckt den. Fick dich. Guck mal, ich... Habt ihr gesehen, wie ich auf den eingeprügelt habe, aber es ist nichts passiert? Das ist echt toll programmiert. Ich hoffe, dass Dark Sau oder wie der Typ von McCreature sich morgen stirbt. Alter. Verreck jetzt. Du auch. Alter, seht ihr das? Habt ihr das gerade gesehen, wie ich den Kind habe und nichts passiert ist? Und deshalb, obwohl ich offline spiele, das ist unglaublich, Microsoft. Unglaublich. Dankeschön. Wie es jetzt aussieht. Ah!
Nee. 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 Tschüss.